So, wir sind jetzt am Sawyer beim Hafen angekommen. Das da wird auf dem Feuer gekocht. Die nächsten 2 Wochen habe ich Urlaub und werde nach Mallorca fliegen. Wir haben eine Finca gemietet zu 5. Ich werde da euch natürlich auch mitnehmen. Hier habe ich mal eine Zusammenstellung, was ich alles mitnehme. Ich habe nun alles in so Packwürfel gepackt. Die einen sind von Travel Duty, finde ich ganz gut. Die kann man noch kompressen mit einem zweiten Reißverschluss. Die anderen habe ich irgendwo gekauft. Das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Ich finde das ganz praktisch. Was ich auch machen werde, ich werde euch eine Checkliste einblenden, was ich für mich jeweils oder für meine Kollegin jeweils mache. Die ist natürlich nicht komplett und jeder nimmt andere Sachen mit. Das könnt ihr alle selber entscheiden. Ich reise dieses Mal zum ersten Mal mit einer solchen Rolltasche von Eagle Crag. So sieht die Tasche aus, wenn man die aufmacht. So sieht die Tasche jetzt aus, wenn das Ganze gepackt ist. Heute habe ich noch einen lockeren Tag. Ich gehe jetzt schnell nach Kopenhagen und zurück. Komme abends etwa gegen 10, halb 11 Uhr nach Hause. Und morgen geht es dann ganz früh los. 15 nach 5 bringt unser Nachbar uns dann auf den Flughafen. Bis morgen. Guten Morgen. Ich bin schon wieder am Flughafen. Ich bin gestern spät von der Arbeit noch nach Hause gekommen von Kopenhagen. Unser Nachbar hat uns heute zum Flughafen gebracht. Leider war es so dunkel, dass ich nicht filmen konnte. Dann haben wir den Koffer aufgegeben, sind durch die Sicherheitskontrolle gegangen, gönnen uns jetzt noch ein Frühstück und gehen dann auf den Flieger. Wir sitzen jetzt im Flieger, sind gestartet mit etwa 25 Minuten Verspätung wegen einem Slot, sogenannten Zeitfenster, und haben etwa 1 Stunde und 25 Minuten nach Palma de Mallorca. Bis später. Es ist 9 Uhr morgens. Wir sind hier angekommen. Wunderbar. Schaut mal das schöne Wetter an. Wir sagen dem Flieger jetzt noch auf Wiedersehen und freuen uns jetzt auf die nächsten 2 Wochen. So, wir sitzen jetzt schon im Arenal Jukmajor an der Grenze. Essen etwas. Wir haben das Hotel Grazia besucht. Das sind Freunde von mir. Sehr nett empfangen, konnten dort schon etwas trinken. Dann haben wir ein Upgrade beim Auto bekommen und haben ein Audi A1 Automat bekommen. Perfekt. Und jetzt essen wir hier. Ich zeige euch das gleich. Das ist übrigens Erich, mein Nachbar. Er kommt auch mit in die Finca und wir essen jetzt hier typisch mallorquinisch mit Aioli und Brot, Schinken, Käse, Oliven. Hervorragend. Wir sind in der Finca angekommen. Es ist wunderschön hier. Ich war jetzt schon wieder am Flughafen. Ich habe noch 2 Leute abgeholt. Ganz kurz einmal da rundherum schauen. Da draußen sieht man den Pool. Hier geht es in die Küche. Den Rest zeige ich euch später. Ich zeige euch jetzt mal die Finca. Da vorne fährt man rein. Da kann man da rundherum fahren. Ihr hört, wir haben Tiere als Nachbarn, Hühner und Esel und keine Ahnung was alles noch. Unser Auto. Dann hier kommt man in die Finca rein, das ist eine Stube. Wir haben im Ganzen 5 Zimmer, hier ist eins davon. Dann geht es in die Küche, wir haben da auch Früchte bekommen. Das finde ich super. Kaffee hat schon Zucker. Es hat auch schon Abwaschmittel. Es gibt hier eine Mikrowelle, eine Kaffeemaschine oder sogar 2. Es hat bereits schon Gewürze, einen Kocher für Wasser, eine Presse und auch einen Toaster. Es hat einen Kühlschrank, es hat eine Waschmaschine, Geschirrspülmittel. Hier haben wir eine Feuerstelle, das ist eigentlich für den Winter gedacht, weil es wird anscheinend sehr heiß. Hier geht es zu meinem kleinen Reich, so ein kleiner Vorraum, ist wirklich schön. Und dann hier das Zimmer, auch 2 Betten, ein großer Schrank, eine Kommode.
Er geht ins Badezimmer. Lavabo. Es gibt hier eine Dusche. Und was ganz cool ist, hier geht es direkt zum Pool. Hallo! Hey. Das ist unser Team. Hallo! Hier geht es zum Pool. Und hier haben wir noch eine andere Feuerstelle, wo wir grillieren können. Und hier gibt es noch einfach ein bisschen Natur. Es gibt oben nochmals zwei Zimmer. Man kann da die Treppe hinaufsteigen. Da gibt es auch wieder eine Stube, einen Kühlschrank, zwei Zimmer und ein Badezimmer. Das hier sind unsere Nachbarn, die Esel. Hallo, hoi. So, eigentlich sind wir dem Schild S-Dreng nachgefahren, sind hier aber irgend an einem Strand gelandet, wo ich eigentlich nicht hin wollte, aber es ist wunderschön hier. Und wir wollten sowieso Tapas essen, da gibt es einige Restaurants in diesem kleinen Dörfchen. Es ist ein ganz kleiner Strand, es gibt hier auch Liegen, die man mieten kann. Das Wasser sieht wunderschön aus. Wir sind extra abends gekommen, also es ist schon bald 6 Uhr. Das ist wirklich schön. Was auch ein Vorteil ist, wenn man abends kommt, wir konnten eigentlich praktisch vor dem Strand parkieren. Und jetzt gehen wir dann hier noch etwas essen. Wir haben jetzt zuerst mal Vorspeisen bestellt, Nachos, Kartoffeln, kanadische Art, das ist irgendwie mit scharfer Soße und Tomaten. Was ist das, was du hast hier? Gambas und Aioli. Diese Grünen? Sag nochmal die Grünen, wie heißen die? Pimento de Patron. Als Hauptspeise habe ich mir eine Chicken Bowl genommen, das sieht sehr gut aus mit Reis und Gemüse. Wir haben hier einen Gast, eine Gottesanbeterin. Schaut mal, wie die sich bewegt. Wir genießen hier den Abend. Es ist wunderschön mit dem beleuchteten Swimmingpool. Heute genießen wir einfach mal einen Tag auf der Finca. Vielleicht gehen wir später noch ans Meer, wenn es nicht mehr so warm ist. Es ist wunderschön hier. Heute kochen wir in der Finca. Es gibt feinen Salat mit Zwiebeln und Tomaten. Dann wird es Kartoffeln geben mit Zwiebeln, Knoblauch und Butter. Das brate ich dann an, sobald das Fleisch auf den Grill geht. Hier sind wir am Vorbereiten des Grills. Und wir machen Schaslik. Das Fleisch wurde hier in dieser Soße eingelegt, über Nacht. Da hat es Essig, Rotwein drin, Zwiebeln, Salz und Pfeffer. Ich lasse mich überraschen, wie das dann schmeckt. Das sind diese Schaslik-Spieße. Die Zwiebeln haben wir auch noch ein bisschen gebraten. Da gibt es dann noch mehr. Sieht wunderbar aus. So, der Tisch ist schon fast fertig gedeckt. Noch ein bisschen durcheinander, aber es kommt schon. Salat dazu, hervorragend, schmeckt wirklich gut. So, wir wollen heute eigentlich nach Sineo zum Markt, aber ihr seht auch, in dem schönen Mallorca kann es mal regnen. Es hat diese Nacht auch so richtig geblitzt und gedonnert. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und wir gehen trotzdem. Wir sind jetzt in Sineo am Markt.
das geregnet hat, hat er immer noch nicht offen, weil wir waren eigentlich erst um 9 Uhr hier. Sind jetzt in einer Bäckerei und haben etwas bestellt, Kaffee und ein Süßes und diese Ensaimada. Mal schauen, ob die schmeckt. Und dann gehen wir nachher halt an den Markt, wenn die aufgestellt haben. So, jetzt haben die langsam aufgebaut hier auf dem Markt. Wir dachten eigentlich, es sei hier ein bisschen traditioneller noch, aber wie ihr seht, gibt es hier auch die üblichen Sachen wie auf jedem Markt. Wir gehen jetzt mal durch. Vielleicht finden wir noch so eine spezielle mallorquinische Sache. So, etwas Traditionelles habe ich jetzt gefunden. Hier werden die Hühner. Und was gibt es noch? Wachteln, Tauben, Rebhühner verkauft. Und Schafe kann man auch kaufen. Hier gibt es noch mehr Hühner, die man kaufen kann. Es sieht natürlich im Moment nicht so schön aus, weil die ja da in Käfigen sind. Aber irgendwie muss man ja die verkaufen und die kommen ja dann wieder frei. Wir sind hier in ein Geschäft gegangen und die haben so einen Hinterhof hier. Da würde ich gerne wohnen. Mit seinem Hinterhof, ein Jacuzzi rein, eine Dusche. Und die haben wunderschöne Sachen hier im Geschäft. Jetzt geht es hier noch rauf auf den Markt, wunderschön mit dieser Schürze da. Jetzt sind wir so auf einer Art Dorfplatz. Ich bin jetzt in der Kirche hier in Sineu. Gegen eine Spende von 1 Euro kann man hier rein und da gibt es noch ein Pfarrhausmuseum. Ich bin überhaupt nicht gläubig, aber es gehört irgendwie zu unserer Kultur und was immer spannend ist, sind auch die Gebäude, die Architektur. Was ich vor allem anschauen wollte, war dieser Teil hier, von der Architektur her. Das hier wollte ich sehen. Aber in Rom will ich das mal sehen. Im Moment haben wir ganz spannendes Wetter, verschiedene Winde, was ganz spezielle Wolkenformationen hervorbringt. Ich bin wieder mal auf dem Randa beim Kloster Cura mit der wunderschönen Aussicht. Ich gehe nochmals ins Museum. Ich habe das ja auf dem Mallorca-Film vom letzten Jahr schon gefilmt. Und dieses Jahr ist es leider nicht mehr umsonst, aber ich verstehe das, es muss unterhalten werden, aber es kostet nur 3,50 pro Person. Hier auf Randa wurde 1502 eine lateinische Schule eröffnet, da in Palma eine Universität aufgemacht hat. Und das war natürlich die Sprache damals. Und darum musste man hier Leute ausbilden, die diese lateinische Sprache natürlich konnten. Das war aber sehr hart hier oben auf dem Berg Randa. Im Winter war es kalt, im Sommer heiß und das Wasser musste auf den Berg getragen werden. Die Studenten wohnten auch hier oben, aber wollte natürlich mehr Komfort haben. Und dann baute man dieses Gebäude hier. Ich glaube, das letzte Mal haben wir die Kirche besucht und nicht dieses Museum. Darum hat es jetzt wahrscheinlich Eintritt gekostet und ich glaube, das war damals zu. Hier auf dem Rand gibt es auch einen Likör. Der ist sehr süß, ich habe den probiert und ich werde jetzt einen kaufen. 21 Euro kostet der im Moment. Ich blende euch dann den Text noch dazu ein auf einer Foto. Und da unten ist der Flughafen und dann rechts vom Flughafen Palma de Mallorca.
Wir haben jetzt gleich bei diesem Hafen in Portixol geparkt. Sieht so aus hier, hat viele Parkplätze. Wir haben da einen genommen und so wie es aussieht, ist der im Moment gratis, wahrscheinlich nach der Saison. Hier gibt es Cafés. Wir schauen jetzt, ob wir irgendwo einen Fahrradverleih finden. Es gibt hier Fahrräder, aber die sind nur für Einheimische, die man da auslösen kann mit einer App. Wir sitzen jetzt hier in einem Café und haben leider festgestellt, dass weit und breit keine Fahrradvermietung vorhanden ist. Jetzt werden wir gemütlich hier Kaffee nehmen, ein bisschen frühstücken und dann schauen wir, dass wir halt Richtung Arenal fahren und dort ein Fahrrad haben. So, das ist Erich. Wir haben jetzt hier an der Playa de Can Bastilla geparkiert. Oben an der Straße gehen wir jetzt runter ans Meer und werden dort ein Fahrradverleih suchen. Wir sind wieder in Arenal, haben jetzt Fahrräder gemietet, sind da runtergefahren. Jetzt sind wir ganz am Ende, eigentlich schon fast am Hafen von Llucmajor, wieder im Café del Sol. Ich habe hier jetzt ein Curry genommen. Es gibt hier Tapas, Muscheln. Aioli, Hamburger, ist wirklich sensationell wieder. Ich war schon oft hier und ich kann dieses Restaurant wirklich nur empfehlen. Wir sind hier in einem Fischbar. Mediküre, Massage kann man hier haben. Ihr hört es, es ist ziemlich windig heute. Ich muss fast schreien, dass ihr mich versteht, aber es ist wunderschön. Die Sonne geht langsam unter und wir genießen das einfach hier noch am Strand. So, wir sind jetzt in Palma, haben am Plaza de España geparkt und ich habe die Tickets geholt. Die Online-Tickets musste ich noch in Papiertickets umwandeln und wir fahren jetzt dann mit diesem Zug. Ich gehe schon mal Plätze reservieren. So sehen die Wagen jetzt von innen aus. Normalerweise sind die Fenster offen, aber jetzt, weil es regnet, sind die natürlich zu. Sind hier jetzt Holzbänke. Es gibt auch welche, die haben bezogene Bänke. Ich habe jetzt 5 Plätze gesucht, damit wir alle zusammen sitzen. Darum habe ich diesen Waggon gewählt. Ich habe das Ticket einige Tage vorher reserviert, zum Glück. Weil wo wir anstanden, um das Ticket dann von einem elektronischen Ticket umzutauschen in ein Papierticket, war der Zug schon ausgebucht. Das lohnt sich wirklich. Es lohnt sich auch früher da zu sein, dass man einen guten Platz bekommt. Der Zug ist wirklich einfach voll. Das ist die wunderschöne Landschaft hier mit Mandelbäumen, den Bergen im Hintergrund. Das Ticket hat 32 Euro gekostet, durchaus angemessen. Die Wagen sind wunderbar renoviert. So, wir kommen in Soller an. So, das ist das zweite Bähnchen, wo man jetzt dann zum Hafen kommt. Man fährt mit der ersten Bahn bis nach Soller und es gibt ein zweites Bähnchen, das geht noch eine halbe Stunde bis zum Hafen, das fährt alle halbe Stunde. Wir fahren nun mit der zweiten Bahn nach Soller Hafen. Das geht 30 Minuten, wie gesagt, das ist im Ticket mit inbegriffen. Die erste Bahn muss man eine Zeit buchen, wenn das online gebucht wird und an diese Zeiten muss man sich halten. Wie gesagt, heute Morgen war alles ausgebucht, also wir hätten keine Chance gehabt, ein normales Ticket zu bekommen. Und diese Bahn kann man einfach wählen, alle halbe Stunde. Wichtig ist, dass wir am 18 Uhr habe ich den zweiten Zug nach Hause gebucht, dass wir dann mit dem wieder nach Hause gehen. So, wir fahren jetzt wieder mitten durch das Dorf Soller. Da vorne ist eine schöne Kirche. Da fährt man mitten durchs Café durch. Soller ist ein Naturhafen und einer der wenigen auf der Welt, der so schön rund ist. So, wir sind jetzt am Soller beim Hafen angekommen. Das ist die Haltestelle oder die Final-Haltestelle. Es gibt noch eine zwischendurch. Hier gibt es Cafés, den Hafen, viele Hotels, Geschäfte. Erich und ich, wir haben uns entschieden, dass wir eine Bootsfahrt machen. Das Ticket kostet 32 Euro.
und wir fahren Richtung Torrent de Paris, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, und dann fahren wir gleich wieder zurück und schauen uns hier einfach die schöne Küste an. Ich hoffe, es schüttelt nicht zu fest, weil es ist ziemlich windig. Wir werden das schauen und lassen uns überraschen. Und wenn ich das richtig sehe, werden wir mit diesem Boot, welches jetzt gleich einläuft, dann rausfahren. So, wie ich gedacht habe, jetzt kommen wir aus dem Hafen raus. Das schaukelt ganz schön. Sag mal. Es windet auch ein bisschen. Ist immer noch alles gut. Ich freue mich jetzt auch wirklich, wirklich auf diese Landschaft. Es ist wunderschön hier, auf diese Bootsfahrt. Das ist hier für die Crew jetzt überhaupt nicht einfach mit diesem Wind und den Wellen. Die machen das aber super. Schauen immer, wann kann man aussteigen, wann nicht. Helfen den Leuten. Genial. Erfolgreich in La Calombra abgelegt. Das war jetzt eine gröbere Übung für die Crew, die haben aber super gemacht. Und jetzt fahren wir weiter. Sobald wir dann im Hafen sind, sollte es wieder ruhiger werden und das Anlegen hier sollte wesentlich einfacher sein. Wir haben kurz etwas gegessen, fahren jetzt mit diesem Tram zurück nach Sóller. Wir sind auf der Rückfahrt, das Wetter sieht schon viel besser aus. Naja, im Moment sieht man nur grün. Morgen aus der Finca. Wir sind schon eine Woche hier. Es war wunderschön bis jetzt. Heute möchten wir nach Santani zum Markt. Mal schauen, was der Tag sonst noch bringt. Wir sind in Santani angekommen. Jetzt habe ich hier diese alten Brunnen entdeckt. Finde ich schön. Und jetzt sind wir dann gleich am Markt. Hier ist eigentlich das ganze Dorf jetzt ein Markt heute, am Samstag. Und ich glaube, am Mittwoch ist der Markt hier in Santani von 8 Uhr bis 13.30 Uhr. Natürlich auch schöne Geschäfte. Ich habe hier einen schönen Innenhof entdeckt. Wir sind jetzt beim Café Val, Tapas, Coffee und Cakes und haben etwas bestellt. Das Restaurant, wo wir jetzt gegessen haben, das ist von innen. Es ist wunderschön gebaut. Sehr gutes Essen. Der Kaffee war sehr gut. Und es ist sehr, sehr sauber hier. Jetzt zum kleinen Flugplatz Alberti und schauen dort mal, ob die Flugzeuge da sind. Das hier ist jetzt der kleine Flugplatz mit einer Piste. Und hier gehen Kleinflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge und anscheinend gibt es sogar Helikopters hier. Die Flugzeuge sind in diesen Hangars untergebracht. So, wir sind jetzt einfach mal drauf losgefahren, haben hier eine wunderschöne Bucht gefunden. Aber hier hat es alles Privatvillen hier oben. Wunderschön hier.
Das Gute ist, wenn man manchmal einfach so drauf losfährt, dass man Überraschendes findet. Wir haben hier eine Bodega Virey gefunden, die machen Wein. Jetzt gehen wir da mal Wein probieren. Wir sind jetzt da drin, da sind alle die schönen Weine ausgestellt. Jetzt schauen wir, ob wir da mal etwas probieren können und vielleicht etwas kaufen. So, nach dem Wein gehen wir jetzt in eine Käserei. Die Kühe sind gleich hier. Ich glaube, denen geht es ganz gut. Zumindest haben die viel Luft. Ich habe mir nun die drei wunderschönen Weine gekauft. Die blaue Flasche, das ist ein sehr, sehr süßer Wein. Dann die mittlere Flasche, die ist lieblich. Und die mit dem Segelboot drauf habe ich nicht probiert. Das ist ein Geschenk, was ich dann mitnehme. Ich habe mir auch ein Glas gekauft, weil zu Hause habe ich mir eins zerschlagen. In der Käserei habe ich einen Kräuterkäse gekauft und einen milder Käse. Ratet mal, was dieser Käse gekostet hat. 9,50. Also wirklich nicht viel. Er ist sehr gut, wir durften auch probieren. So, wir gehen jetzt heute zum Restaurant Gal di Moni. Ich hoffe, das kann man lesen von hier. Das ist ein mallorquinisches Restaurant, sehr gut. Ich war schon mal hier, ich freue mich riesig darauf. So, das ist das Restaurant hier. Da wird auf dem Feuer gekocht. So, zum Wohl miteinander. Wir haben noch Diana eingeladen, sie ist von hier. Ich kenne sie schon sehr, sehr lange vom Hotel Gracias. Oder Grazia und Chic heißt es heute, das Hotel. Genau. Wir haben Banwoli bestellt mit Schinken, Käse und das, wo jetzt nur die Tomaten drauf sind, da kommt dann noch die Sombrasada drauf. Da haben wir noch Spanferkel mit Salat und Fritten. Hier sind noch Lammrippchen dazugekommen. Wir haben hier hervorragend gegessen, die Bedienung war sehr freundlich und die Preise sind echt günstig. Ich kann das wirklich empfehlen, geht mal vorbei, ihr werdet staunen, es ist gut. Wir sind jetzt von Soyer Richtung Valdemosa, aber an der Westküste unterwegs. Es ist eine wunderschöne Straße, sehr, sehr kurvig. Auch eine gefährliche Straße, es gibt auch Fahrräder, Roller. Und ihr seht, wie viele Kurven das es hier hat. Wenn man hier fährt, einfach vorsichtig fahren. Aber es ist wunderschön, es lohnt sich, diese Strecke zu fahren. Wir sind hier in einem Restaurant. Ich zeige euch dann noch genau, wo das ist. Eine wunderschöne Terrasse. Schaut mal das Wasser an, wunderschön. Der Cappuccino sieht wunderschön aus hier. Wir sind jetzt in der Caladeccia. Es ist wunderschön hier. Wir warten auf einen Sitz im Restaurant. Das geht etwa 20 Minuten, das ist voll ausgebucht. Parkplatz hat man fast keiner mehr gefunden, aber es lohnt sich wirklich hier hinzukommen. Das ist die wunderschöne Bucht hier. Wir haben jetzt 20 Minuten gewartet, haben hier einen wunderschönen Sitz bekommen mit diesem Ausblick hier. Es ist wunderschön mit diesem Dach. Die Bedienung ist sehr freundlich, spricht einfach nur Spanisch. Aber das steht ja alles auf der Karte, wie man das ausspricht. Wir haben hier nun den Catch of the Day. Wir haben Thunfisch, wir haben spanische Omelette, Tintenfisch. Alles, was das Herz begehrt. Wir sind heute Morgen nach Sineo auf den Markt gegangen, wollten eigentlich nur kurz etwas kaufen, ein bisschen Öl und Oliven, sind dann hängen geblieben mit jemandem, den wir kennengelernt haben, waren im Café, es war schön. Jetzt sind wir in einem Restaurant, das nennt sich Son Toreo. Das hier ist die Speisekarte.
Erik hat ein Steak genommen und einen russischen Salat, interessanterweise mit Fisch drin. Und Albert sieht auch sehr gut aus. Ich habe Auberginen mit Fleisch und Kartoffeln. Sieht auch sehr lecker aus. Und Rado hat Hase in Zwiebelschnurrbart. Sieht auch sehr fein aus. Wir können das Restaurant wirklich empfehlen. Es war alles sehr, sehr gut. Das ist der Nachtisch, den es hier gibt. Wir gönnen uns jetzt verschiedene Desserts und dieses hier, das ist Rahmmeringue und Kuchen. Das ist eine Spezialität von hier und wurde auch hier patentiert. Wir haben Käsekuchen, wir haben eine Art Vanillecreme. Sehr fein, alles sehr gut, alles handgemacht hier. Das ist der Eingang des Restaurants. Heute haben wir den ganzen Tag in der Finca verbracht. Es war wunderschön. Wir sind geschwommen, haben die Zeit genossen, haben gekocht und angestoßen natürlich. Ich habe einen feinen Wein von der Insel ja gekauft gehabt. Und einen davon haben wir jetzt heute noch getrunken. Wunderbar. Es sind die Esel da, es gibt Schweine da hinten. Und heute ist, ich bin nicht sicher, ob fast Vollmond ist oder Vollmond. Es ist wunderschön. Es ist einfach nichts hier draußen. Wir können hier Lärm machen, wir können Musik hören. Das stört wirklich niemand. Die Finca bei Sonnenuntergang, wunderschön, diese Stimmung hier. Wir sind am Strand von San Jordi beim Hotel Universal. Park haben wir gleich da oben. Jetzt gehen wir hier an den Strand. Ich nehme euch mit. Warum jetzt da die rote Flagge leuchtet, weiß ich nicht. Wir schauen da mal. Vielleicht sind es ja Quallen oder so. Aber das Wetter ist hier wunderschön. Möglicherweise ist das eine falsche Information. Diejenigen, die den Film letztes Jahr gesehen haben, hier haben wir Kaffee getrunken das letzte Mal. Das ist der wunderschöne Strand hier. Wir trinken hier jetzt etwas, weil es ist eigentlich zu heiß, für an den Strand zu gehen. Wir gehen vielleicht dann am Abend nochmals an einen Strand. Frisch gepressten Orangensaft, der schmeckt ganz gut. Das ist das Restaurant Molly Gambere, seine alte Mühle. Hier isst man sehr gut mallorquinisch. Wir gehen jetzt hier Mittagessen. Aber am Abend ist es auch wunderschön, draußen zu sitzen im Garten. Und ich habe hier schon sehr, sehr gut gegessen, wirklich. Das ist der Garten hier, wo man isst. Wir sind zu zweit am Filmen gerade. Und hier wird gekocht über dem Feuer. Es gibt hier auch noch Hühner. Wir sind angekommen, abgesessen, hat es diesen Teller gegeben, da hat es Knoblauch drauf, Salz, Tomaten, Olivenöl, Oliven, Aioli und ich denke, es gibt ein Brot dazu, das auf dem Feuer gebraten wurde und dann nimmt man diese Knoblauchzehe, reibt die auf dem Brot, nimmt eine Tomate, reibt sie auf dem Brot, ein bisschen Salz drauf, ein bisschen Öl drauf und dann isst man das mit dem Aioli. Wunderbar. Das ist jetzt das Brot dazu und jetzt mache ich mal so ein Brot und zeige es euch. Das habe ich jetzt so gemacht und jetzt mache ich dann noch ein bisschen Aioli drauf. So, dann sieht das so aus. Guten Appetit!
als Vorspeise haben wir mal Gemüse bestellt. Da gibt es auch diese Pimentos Padron. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Über dem Feuer gebraten. Sehr gut. Ich habe jetzt Fleisch bestellt. Schau mal, wie gut das aussieht. Über dem Feuer. Wunderbar. Ich habe leider vergessen zu filmen. Das war das Huhn. Oder ist noch das Huhn. Das ist wunderbar. Fleisch. Sehr gut. Also hier in Mallorca gibt es diesen Ron Amazona, der wird mit Früchten gemacht, mit gebranntem Zucker, karamellisiert und mit Früchten. Der ist sehr, sehr stark, der hat 53% Volumen und der trinkt man mit Kaffee, aber nicht zu viel davon, er ist wirklich stark. Wir sind wieder zu Hause angekommen, gut gelandet. Unser Nachbar hat uns wieder abgeholt. Super, vielen herzlichen Dank, Jacques. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.